5 Todsünden von Newcomern. Wir von Newcomer Performance arbeiten jeden Tag mit Künstlern zusammen, mit Newcomern, die auf dem Weg zu ihrem Erfolg im Musikbusiness sind, und uns sind 5 Todsünden aufgefallen, die viele Newcomer da draußen machen, bevor sie zu uns kommen. Und diese Todsünden, wenn du die lang genug machst, dann wirst du auf jeden Fall deinen Erfolg im Musikbusiness stark senken. Ja, also achte darauf, dass du diese Todsünden nicht machst. Wir gehen direkt rein in die Materie, die 5 Todsünden von Newcomern. Die erste Todsünde ist, dass du als Newcomer keine Strategie, keinen Plan, kein Vorgehen hast. Das sehe ich sehr auch häufig, dass viele Newcomer zu uns kommen, die ja gar keine Vorgehensweise haben, die gar keine Social Media, Vermarktungs-, Marketingstrategie haben. Die machen einfach Musik, hauen die Musik raus und schauen dann mal, was passiert. Das ist natürlich ja sehr schwach, das ist sehr planlos, und damit wirst du natürlich nicht viel erreichen im Musikbusiness. Stattdessen solltest du daran arbeiten, ja, dir eine Strategie zu überlegen. Oder eben viel einfacher, du holst dir eine Strategie von jemand anderem, der weiß, wie das Musikbusiness funktioniert. Ja, wir zum Beispiel von Newcomer Performance haben ganz viele Strategien in unseren Programmen und helfen unseren Künstlern, genau die Strategien auch umzusetzen. Ja, also, erste Todsünde, du hast keine Strategie. Die zweite Todsünde, die viele Newcomer machen, ist, zu denken, ich schaffe es schon selber. Ja, ich bin schon krass genug, ich brauche keine Unterstützung, ich brauche niemand anderen. Ja, das ist ein Riesenfehler. Wenn du denkst, du schaffst es selber, ja, dann wirst du natürlich auch keine Hilfe von anderen annehmen, selbst wenn sie dir kostenlos vor der Tür steht. Also was du verstehen musst, ist, dass das Musikbusiness, klar stehst du als Künstler im Zentrum, aber die meisten Künstler, die erfolgreich geworden sind, die haben ein großes Team um sich herum. Die haben Manager, die haben Booker, die haben Label, die haben Leute für Social Media Marketing, für Werbung schalten. Es gibt so viele Leute, die dir helfen können, die dich unterstützen können, um mit deiner Musik voranzukommen. Also mach diesen Fehler nicht, dass du denkst, du schaffst es alleine. Hol dir die Unterstützung, die du brauchst, und du wirst viel schneller vorankommen. Die dritte Todsünde, die viele Newcomer machen, ist zu sagen, Geld ist nicht wichtig. Ja, Kapital ist nicht wichtig, ich kann es auch ohne viel Geld schaffen. Ja? Und ich kann dir sagen, das ist ein sehr großes Problem, weil nämlich das Musikbusiness ein Business ist wie jedes andere Geschäft. Und jedes andere Geschäft, was erfolgreich werden will, braucht Kapital. Du brauchst am Anfang ein gewisses Startkapital, was dir hilft, die ersten Produktionen zu finanzieren, die erste Reichweite aufzubauen, überhaupt dich selbst zu vermarkten. Du brauchst ein Budget dafür. Ich kann dir empfehlen, am Anfang solltest du mindestens mal einen mittleren vierstelligen Betrag haben. Also mindestens mal 5.000 Euro, das ist wirklich das Minimum, was du haben solltest. Oder eben mehr, umso mehr und natürlich umso besser wirst du dir auch selber einen Startschuss geben. Also Geld ist wichtig, ja, ist leider so in der heutigen Welt. Du musst also in dich selbst investieren, in dein Musikbusiness, nur dann wirst du überhaupt erfolgreich. Also ganz, ganz wichtig. Wenn du kein Geld hast, verlinke ich dir jetzt auch nochmal hier oben ein anderes Video, was ich dazu gemacht habe. Wie kannst du jetzt deine Musik überhaupt finanzieren? Gibt es auch Möglichkeiten dafür? Dir muss aber erstmal bewusst sein, ja, du musst am Anfang investieren. Die vierte Todsünde, die ich dir jetzt mitgeben möchte, die du nicht tun solltest, ist zu früh aufgeben. Ja, viel zu viele Newcomer hauen einige Songs raus, hauen einige Singles raus und hören dann auf. Und das passiert viel zu häufig. Mach also diese Todsünde nicht. Bleib auf jeden Fall lang genug dran, gib immer Vollgas, hör nie auf, hab ein gewisses Durchhaltevermögen. Ja, das Ganze ist nämlich ein Marathon, es ist kein Sprint. Wenn du mit deiner Musik erfolgreich werden möchtest, dann musst du langfristig dranbleiben. Dann darfst du nicht aufgeben, du darfst nicht von Kleinigkeiten dich zurückschlagen lassen und dann aufhören. Nein, bleib lang genug dran und deine Erfolgschancen werden sich schon Maximum steigern. Und die fünfte und letzte Todsünde, die viele Newcomer machen, ist zu denken, ja, bei mir ist es ja doch ganz besonders und ganz anders. Ja? So wie der es geschafft hat, so werde ich es nicht schaffen. Und hier, diese Strategie, die funktioniert bei mir nicht, weil bei mir ist es anders. Mein Genre ist anders, meine Zielgruppe ist anders, meine Musik ist anders. Wenn du das denkst, wenn du diesen Denkfehler machst, diese Todsünde, dann wird es dich davon einfach abhalten, deine Ziele zu erreichen, weil du wirst dann natürlich auch eine gewisse Blockade aufhalten von anderen Learnings. Ja?
Und zwar meine ich das Ganze so, dass du, wenn du von anderen lernst, von anderen Strategien lernst, wo du weißt, die funktionieren, dann wirst du natürlich viel, viel schneller vorankommen. Das ist eine Abkürzung. Du musst nicht jeden Fehler selber machen, du musst nicht jede Strategie neu erarbeiten, nicht jedes Rad neu erfinden quasi. Nein, du kannst von den Fehlern von anderen lernen. Schau dir also ab, was machen die Stars, was machen Menschen, die erfolgreich sind, die Experten auf diesen Bereichen sind. Lern von denen. Bei dir ist es eben nicht anders. Das Musikbusiness funktioniert für alle gleich. Vermarktung funktioniert für alle gleich. So langweilig das vielleicht auch klingen mag, aber mach es dir nicht schwerer, als es ist. Lern von den Besten, hol dir die Infos, setz die Strategien um. Du musst das Rad nicht neu erfinden. Das war so die fünfte und letzte Todsünde. Mach diese Todsünden auf jeden Fall nicht, wenn du mit deiner Musik erfolgreich werden willst. Ansonsten freue ich mich über eine Bewertung vom Video. Abonniere uns gerne und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Ciao.